Mit dem Mate Desktop bekommt ihr eine einfach und intuitiv zu bedienende Oberfläche. Ihr findet hier die gesamten Lernprogramme, die Office-Programme und viele andere Pakete. Es gibt die Speicherorte, Homefolder, Computer, Netzwerk, um auch die im Netzwerk angeschlossenen Geräte zu finden. Und unter Systemeinstellungen könnt ihr eine ganze Reihe von Veränderungen oder Erweiterungen vornehmen für Hardware, Software. Ihr findet zum Beispiel hier auch das Control Center, das euch alle Veränderungen sehr einfach ermöglicht. Es gibt zusätzlich noch das Welcome Center, das auch sehr einfach euch eine Einführung bietet in verschiedenen Sprachen. Und dort bekommt ihr auch, sofern ihr Internetzugang habt, Verbindungen zur Community, könnt dort Fragen stellen, euch helfen lassen. Und dann gibt es auf dem Computer-Desktop verschiedene vorbereitete Funktionen. Ihr findet dann hier zum Beispiel die Systemauslastung. Wenn ihr weitere Funktionen möchtet, mit der rechten Maustaste in das schwarze Feld klicken und ihr findet eine ganze Reihe von vorbereiteten Objekten für Wetterbericht, für Systemauslastung, Temperaturanzeigen und so weiter. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier euch mit WLAN zu verbinden, sofern das in dem Computer verbaut ist. Tastatureinstellungen entweder mit der linken Maustaste schaltet um, wenn verschiedene Tastaturen hinterlegt sind, oder mit der rechten Maustaste unter Preferences könnt ihr auch weitere Layouts hinzufügen oder wegnehmen. Nur mehr wie vier Tastaturlayouts gehen nicht. Lautstärke. Hier könnt ihr die Lautstärke entsprechend einstellen. Es gibt noch weitere Einstellmöglichkeiten, die ihr über ein Programm Alsa Mixer erreichen könnt. Hier zum Beispiel Batterie, Datum, Uhrzeit als Kalender. Herunterfahren, neu starten. Hier unten könnt ihr die Fenster minimieren und ihr habt die Möglichkeit, hier Papierkorb und auch verschiedene Desktops zu haben. Ein Desktop, ein Monitor, ihr könnt verschiedene Monitore nebeneinander haben, virtuell. Das verwirrt die Standardbenutzer, deshalb haben wir das jetzt hier mal auf 1 limitiert. Ihr könnt es aber auch über Preferences euch hier erhöhen und habt dann virtuell mehrere Monitore nebeneinander. Auf dem Desktop selber findet ihr dann das Home-Verzeichnis. Da habt ihr Dokumente, Bilder, Musik etc. die Möglichkeit, das in die Ordner zu hinterlegen. Ein spezieller Ordner ist der Public-Ordner. Was in dem Public-Ordner liegt, dort können alle drauf zugreifen. In einem weiteren Videotutorial gehe ich da noch näher drauf ein. Dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel mit Xova, sogenannte Offline-Wikis zu verwenden. Die werden vorinstalliert von Helfern und ihr könnt dann ohne Internetzugang darauf zugreifen. Wenn ihr neue Inhalte in den Public-Ordner einfügt, solltet ihr dieses Skript mit einem Doppelklick per linker Maustaste starten und im Terminal ausführen lassen. Damit werden die Rechte von neuen Inhalten so geändert, dass auch die Schüler darauf zugreifen können. Diese beiden sind speziell für sehbehinderte Anwender. Das eine ist eine Lupe. Dort könnt ihr dann mit einer Lupe euch Teile vergrößern. Und das ist ein Browser, der textbasiert ist, eignet sich speziell zum Vorlesen von Webseiten. Diese beiden Skripte habt ihr eventuell nicht mehr, wenn euch die Rechner erreichen. Mit diesem Skript werden Updates und Software installiert und aktualisiert. Und dieses Skript ist für sogenannte Codices nötig. Manche sind lizenzgeschützt und dürfen nicht in jedem Land installiert und angewendet werden. Deshalb, bevor ihr diese Skripte ausführt und Codices installiert, solltet ihr euch da über die rechtliche Situation in eurem Land informieren. Ansonsten zeige ich euch jetzt in weiteren Tutorials, welche Lerninhalte und welche Software auf den Rechnern vorinstalliert sind.